Leier, ich bin Pressesprecher der Feuerwehr Bretten. Und wir wurden hier vor wenigen Stunden zu dem Einsatz Arbeitsstättenbrand alarmiert. Feuerschein auf dem Gelände der hier ansässigen Firma. Bei den Erkundungen haben sich herausgestellt, dass bereits zwei Lastwagen im Vollbrand standen, sowie an einer weiter hinten gelegenen Einsatzstelle, weiter hinten im Firmengelände, weitere Baumaschinen im Brand standen und voller Ausdehnung gebrannt haben. Natürlich angrenzend zu umherliegenden Materialien, weiteren Fahrzeugen und Gebäuden, sodass der Einsatz darauf fokussiert wurde, den Schaden, die Ausbreitung möglichst gering zu halten und das Übergreifen der Flammen auf Gebäude und bisher noch unbeteiligte Fahrzeuge einzugrenzen. Und das ist soweit auch gelungen. Es ist kein merklicher Schaden an den Gebäuden entstanden, keine Flammen sind übergegriffen. Und die Feuerwehr Bretten ist mit dem Ausflugbereich Mitte und West mit etlichen Einsatzkräften und Fahrzeugen hier immer noch im Einsatz und mittlerweile mit den Nachlöscharbeiten. Schwierigkeiten waren jetzt nicht im größeren Maße feststellbar. Natürlich war die Einsatzstelle, hat sich größer dargestellt, weitaus größer dargestellt als die erste Meldung. Da mussten natürlich viele Kräfte erst nachalarmiert werden. Dennoch waren sehr schnell viele Einsatzkräfte zur Verfügung gestanden, sodass man das auch in kurzer Zeit im Einsatz erholte. Verletzte sind mir derzeit keine bekannt und gehe ich auch nicht davon aus. Die Feuerwehr führt jetzt noch die Nachlöscharbeiten durch, also die Fahrzeuge sind soweit gelöscht, es sind keine Flammen mehr sichtbar, natürlich noch viel Rauch, es kann noch irgendwo Glut versteckt sein, das muss natürlich alles gelöscht und gefunden sein, bevor die Feuerwehr abrücken kann. Natürlich auch die Aufräumarbeiten, es wird sehr viel Material im Hof und auf dem Firmengelände ausgebreitet in schneller Zeit, das muss jetzt alles wieder in teilweise kräftezehrender Arbeit von den Feuerwehrkameraden abgebaut und zurückgebracht werden. Also wir haben den Ausrückbereich Mitte und West alarmiert. Das ist zum einen die Abteilung Kernstadt und hier die Ortsabwehr Ringlingen, unterstützt von den Abteilungen Dietelsheim, Dürren und Dürrenbüchig im Ausrückbereich West, sowie den Ausrückbereich Mitte, das ist die Abteilung Sprandtal, Ruid und Gölzhausen.